So, schön vorgesorgt und mit ein paar Items geht es jetzt nun wieder los mit Tears of the Kingdom, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt nun am 70. Part angekommen und jetzt steht uns jetzt der große Kampf bevor. Ich habe jetzt diesmal alles vorgesorgt. Ich habe noch einige Bögen geholt, die jetzt möglich sind, die wir nutzen könnten vielleicht sogar. Und auch Waffen, die uns nützlich sind, aber ich glaube, wir werden jetzt mal den Master Sword das mal nutzen. Gesundheitsmäßig habe ich nicht so vieles versorgen können, aber Hauptsache, das müsste wohl reichen, glaube ich. Mindestens ein extra Herd haben wir jetzt. Und ich war jetzt kurz noch in Goronia gewesen, habe noch die Massage genommen und noch extra Ausdauer, damit wir ein bisschen mehr durchhalten können. Gut, genug um den heißen Brei geredet. Lass uns jetzt mit dem Kampf beginnen. Wir haben alle Energiespeicher aktiviert. Sehen wir uns diese Vorrichtung an, Link. Mal sehen, ob wir jetzt damit gegen dieses Viech gewachsen sind. Und es bewegt sich jetzt. Huch. Link, dieser Mechanismus scheint sich tatsächlich zu bewegen. Ich glaube, wir werden jetzt nun gegen die Gypto-Königin kämpfen. Anderes gibt's natürlich nicht. Hm? Was leuchtet da? Noch kein Bossfight? E6. Da wären wir auch schon. Ich glaube, ich brauche deine Hilfe jetzt kurz. Müsste wir jetzt dann getriggert haben. Und da ist sie wieder. Runde 2 gegen die Gipfelkönigin. Einiger des Donnerwetters. So, Link, jetzt ist sie fällig und zwar endgültig. So. Jetzt geht's mal richtig los. Der Gipfelkönigin. Oh Mann! Wie viel Schaden? Wie viel Schaden? Wo bist du? Bist du Mistviech? Oh! Link, versammelt euch! Wir sollten es mit derselben Taktik versuchen, die auch gegen Gyptos hilft. Gott. Komm den Wirbelwinden bloß nicht zu nah! Ja, ich werde es merken. So, ich muss schnell mehr jetzt konzentrieren jetzt an den Kampf. Ach, verdammt, das war jetzt viel zu früh. Reach, wo bist du? Ich sehe dich nicht. So, nächster Blitztreffer für ihn. Blitze, sammelt euch! Zeig, was du drauf hast! Gyptos machen mich ein bisschen nervös jetzt, weil ich glaube, jetzt wird sie jetzt Gyptos spawnen.
Jetzt mal richtig konzentrieren, Leute. Sie hat Gibdos. Okay, dann müssen wir jetzt mal Inge das einfallen lassen. Eine Alternative. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Okay. Komm, 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 komm. Oh. Können wir uns dieses Licht irgendwie zunutze machen? Natürlich können wir das halt zunutze machen. Jetzt mal alle Sachen zunichte jetzt. Ich glaube, die Taktik funktioniert jetzt auch. Funktioniert auch besser als früher. Wow. Ich muss mal echt die Augen offen halten jetzt. Blitze, sammelt euch! So, jetzt gibt's keine Gibdos mehr für dich, mein Freund. Oh nein, einer ist noch übrig. Na bitte. Sie teilt jetzt den Wind. Okay, vergessen wir es. Taktikänderung. Peach, alles in Ordnung? Peach, wo bist du? Das ist den ganzen Tag jetzt nicht schlimmer. Komm schon, jetzt mach mir fertig. Okay, jetzt mein Bogen, mein Meisterschwert ist jetzt hinüber, aber es wird in 10 Minuten wieder nachgefüllt. Wow, 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 wow. Puh, das ist ziemlich knapp. Oh, ich mache jetzt mehr Wirbelstürme als früher. Okay, wir müssen jetzt die Taktik ändern. Verdammt, das war jetzt nicht richtig. Uns eh noch eine Chance zu treffen. Riju. Wo ist er denn hin? Ein Treffer noch, komm! Noch einer! Ah. Jetzt finish him! Verdammt.
umzingelt uns jetzt langsam. Das war's. Take that. Der letzte Boss jetzt in diesem Raubstocker. Endlich erledigt. Endlich erledigt. Das ist in Part 70. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben es tatsächlich geschafft, Leute. Wir haben es endlich geschafft. Oh, yes. Das war ein spaßiger Boss, muss ich schon zugeben, aber es war ziemlich überheblich. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Ein weiteres Herz haben wir jetzt erhalten. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, wir werden noch sehr viele Herzen noch sammeln müssen. Das werden wir aber dann gemeinsam erledigen. Nun gut. Jetzt genießt doch mal die Cutscene. Und ich trinke jetzt mal genüsslich einen Kaffee. Und ihr jetzt einmal den Cutscene jetzt mal seht. Riju, durch deren Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Oh, diese Stimme. Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Gerudo-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Donners. Wie du kämpfst. Wie du den Blitz lenken kannst. Wahrlich, du bist meine Erbin. Eine Zier für den Stamm der Gerudo. Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonen? Mysterien? Sei ganz unbesorgt. Schon bald wirst du dies alles begreifen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige Angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig. Er war der Häuptling der Gerudo gewesen, bevor seine Gier nach Macht ihn in ein Monster verwandelte. Doch er stieß auf Widerstand. Rauru, der erste König von Hyrule, sowie die sechs Weisen stellten sich ihm entgegen. Rauru gab uns die Mysteriensteine, auf das wir im Kampf gegen den Dämonenkönig bestehen könnten. Kostbare Artefakte, welche die Fähigkeiten ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Als Weise des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Meine Blitzschläge ließen ihn unversehrt. Er schien sie kaum zu bemerken. Schließlich erkannte Rauru, dass wir nicht imstande sein würden, den Dämonenkönig zu bezwingen. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu opfern, um den Unhold zu versiegeln und den Krieg so zu beenden. Das war der Versiegelungskrieg. Nicht lange danach trat eine von uns, die Weise der Zeit, vor mich
und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Das Siegel des Dämonenkönigs wird dereinst brechen und er wird erwachen. Wenn es soweit ist, dann muss mein Ritter, dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten. Also bitte, gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Von diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist unser sehnlichster Wunsch. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nachkommen. Wenn der Dämonenkönig erwacht, wird eine von uns Gerudo als Weise des Donners zurückkehren. Ich gelobe, dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Dies ist alles, was ich euch vom Versiegelungskrieg und der Bestimmung unseres Volkes zu berichten habe. Euer Mut hat die Stadt der Gerudo errettet. Doch die Wiedergeburt des Dämonenkönigs steht kurz bevor. Riju, geliebte Nachfahrin, nimm meinen Mysterienstein und erfülle das Versprechen, das ich einst der Weisen der Zeit gab. Streite an der Seite des Ritters Link, so wie ich es damals gelobt habe. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Oh. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Oh. Grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Mysterienstein, ich fordere mein Schicksal ein! Nun wirst du Zeuge meiner neuen Macht! Hä? Link, reich mir deine Hand. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein. Empfange nun den Beweis meiner Treue! Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. Was für eine geile Szene, nicht wahr? Oh Mann. Das war eine lange Zeit jetzt. Wir haben es richtig geschafft. Und zwar auch ein heftiger Kampf. Wir haben jetzt alles hinter uns gebracht. Mal sehen, was uns jetzt als nächstes bevorsteht. Oh? Oh. Oh.
Und Gerudos Stadt ist wieder mal im alten Glanz erstrahlt. Und die Frage ist jetzt, ob wir wieder reingehen können. Aber anscheinend doch. Link, mein Dank, dass du mir geholfen hast, den Stamm von Unheil zu bewahren. Man berichtet mir, dass mit Auflösung des Sandsturms auch die Gipto-Angriffe ein Ende fanden. Oh. Gewiss wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern, doch dank dir können wir endlich wieder in die Oberfläche leben. Im Namen der gesamten Stammes der Gerudo danke ich dir. War mir eine Ehre. Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Nicht ganz, Billia. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als ich den Mysterienstein empfing, sah ich vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. So wurde sie von meiner Vorfahrin bezeichnet. Jene Weise sah der Prinzessin vom Verwechseln ähnlich. Diese Ähnlichkeit lässt sich nicht als Zufall erklären. Es steht fest, Zeldas Ebenbild verwandelt auf Hyrules Boden und Elend folgt ihr auf Schritt und Tritt. Die uns bekannte Zelda und jene Weise aus der Zeit unserer Vorfahren gleichen wie ein Ei nach dem anderen. Wenn wir annehmen, dass sie es tatsächlich ist, dann muss sie, die Zelda, in der Gegenwart eine andere sein. Wir müssen herausfinden, um wem es sich handelt. Ihr wisst es schon bereits. Verzeih, Link, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr durch den Sandsturm der Gyptos droht, selbst jetzt kann ich Gerudo Stadt nicht arglos in den Rücken kehren. So viel ist hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesem Gefilden weiterhin Ausschau nach Spuren von Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weise soll dich begleiten. Ich werde alles für dich tun, was ich vermag. Schwur von Riju, Weise des Donners. Zeichen des Paktes mit Riju, der Weisen des Donners. Rufe damit Geist von Riju herbei oder entlasse ihn. Oh. Link, du sagtest, du hättest bereits das Dorf der Orni, Goronia und das Dorf der Zoras besucht. Im Spähposten sieht man sich gewiss nach deinem Bericht, ob du dich nicht vielleicht dorthin begeben solltest. So. Mögen deine Wege recht bald wieder zu uns begleiten, Link. Mein Herz wäre höchst erfreut auf ein Wiedersehen. Wir haben jetzt alles erledigt. Wir haben jetzt Riju auch erledigt. Wir haben jetzt alle vier Regionen jetzt schon bereist. Jetzt wird alles dorthin führen. Aber ich glaube, das werden wir dann im nächsten Part machen. In der Zwischenzeit können wir jetzt endlich einmal uns versorgen. Ach, meine Güte. Okay. Hey. Was? Zu retten, es freut mich, dich zu sehen. Das hier ist zwar ein Gasthof, aber wir bieten auch ein besonderes Pflegeprogramm. Und dieses Pflegeprogramm ist äußerst beliebt. Es gibt nur sehr lange Wartezeiten. Aber wenn du die Stadt gerettet hast, nehme ich dir derzeit ohne Warten dran. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. Lass mich einfach wissen, wenn du das Pflegeprogramm nutzen möchtest. Na komm, mach es dir nicht so schwer. Du hast dir etwas Ruhe verdient. Hauptpflegeprogramm war ja ziemlich gut. Aber gut. Hey. Es ist wunderbar, dass wir jetzt endlich, nach langer Zeit, endlich was Wunderbares besorgen können. So, Hitzeschutz gibt es auch nur für 1400 Rubine. Ich kann mich noch erinnern, Breath of the Wild konnte man natürlich als Frau hinkleiden. Aber ich glaube, wir müssen jetzt direkt hier hingehen. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg zum Spielposten und dann werden wir mal ansehen, was als nächstes uns bevorsteht, Leute. Aber eins nach dem anderen. Wir sind jetzt kurz vor dem Endgame, Leute. Aber
bis wir das Endgame durchziehen werden, wenn wir jetzt noch ein paar Schreine machen, die jetzt möglich sind zu machen für mich. Und dann geht es dann hoffentlich, ich wiederhole, hoffentlich zum Endgame des Spiels. Bis jetzt sind wir noch nicht bereit. Leider hat unser Master Schwert leider den Kraft verloren, aber wir werden das in 10 Minuten wieder bekommen. Ihr seht schon selbst. Es kommt erst in 6 Minuten wieder zurück. Und ich glaube, Pura und die anderen warten jetzt schon auf uns. Im nächsten Part geht es dann direkt weiter. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Und falls euch dieser Part gefallen hat, lasst gerne einen Like da und gerne ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Haut rein, macht's gut. Euer Red Pocketendo. Ciao!